Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. So, meine Lieben, es ist fertig. Jetzt kannst du mal den Zuschauern sagen, wie es schmeckt. Sieht gut aus, oder? Ich bin 1,60. Ich zeige ein Stillleben. Und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Heute haben wir Freitag, den 5. März schon. Wow, die Zeit rennt. Also noch 4 Wochen, dann hoffe ich, dass der Lockdown endlich vorbei ist hier in Irland. Die C&A-Bestellung ist angekommen und wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, dann bleibt jetzt dran. Genau. Und ich koche heute dieses Gericht. Das ist ein vegetarisches Gericht mit Reis und Gemüse und Äpfeln. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Mal schauen, wie es dann am Ende schmeckt. Schauen wir mal, ob ich das dann hinkriege. Wer weiß. Was ich noch erwähnen wollte. Ich habe mich mit 10 anderen YouTubern zusammengeschlossen. Und wir machen so eine Osteraktion. Es startet am 23. März, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und ich bin am 29. März dran. Also da gibt es richtig schöne Sachen. Jeder lädt jeden Tag ein Video hoch von den YouTubern. Und die sind auch unten immer in der Infobox verlinkt bei jedem. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mal reinschaut. Vielleicht ist der ein oder andere Kanal was für euch. Und es gibt auch Verlosungen wieder. Und ja, also ich freue mich drauf, mit den lieben YouTube-Kollegen das zu machen. Und ja, dann werdet ihr sehen. Gut, dann werde ich jetzt mal Reis kochen. Gewischt, gesaugt, geputzt habe ich schon gestern. Ich habe heute Morgen noch schnell Wäsche gemacht. Genau, dann muss ich noch eine Einkaufsliste schreiben, dann einen Foodhaul abdrehen und dann ein bisschen shoppen gehen. Am Montag denke ich, dass ich das machen werde. Am Montag gehe ich ein bisschen shoppen, so ein Live-Haul, Shopping-Haul. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Oder einfach so nur ein Shopping-Haul, ich weiß es noch nicht. Aber wir machen nach dem Mittagessen, mache ich erstmal das Paket auf, um zu schauen einfach, was da drin ist. Ich habe schon nach so viel Zeit, also nach, ich glaube, 5, 6 Wochen war es jetzt unterwegs, weiß schon gar nicht mehr, was ich bestellt habe. Ja. Und mein Mann wird happy sein, weil da sind seine geliebten Socken drin. Weil hier hat ja noch nicht mal ein Einkaufsladen auf, also Klamottenladen auf. Alles ist ja geschlossen seit Wochen, Monaten. Und deswegen wird er da ganz froh sein. Also, bis gleich. So, mit O. Ich koche jetzt gerade den Reis. Genau. Und bin gerade bei den Gemüse am Schneiden. Zwiebel kommt noch rein. Pak Choi, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Pflanze. In Deutschland heißt es eine chinesische Senfpflanze. Und ja, ich habe das noch nie gegessen und bin gespannt. Ich habe es erstmal gewaschen. Und das schneide ich jetzt klein und kommt dann in die Marinade und wird dann mit Zwiebeln angebraten und gekocht. Und ich bin echt ganz gespannt. Ich habe die noch nie probiert. Habt ihr das schon mal probiert? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Pak Choi habt ihr schon mal probiert, kennt ihr? So, meine Lieben, es ist fertig. Es ist mit Apfel, Pak Choi und Paprika. Ja, und Reis. Sieht zumindest erstmal köstlich aus. Jetzt kannst du mal den Zuschauern sagen, wie es schmeckt. Gut. Also, was war jetzt drin? Apfel, Pak Choi, Paprika, genau, und Zwiebel. Mhm. Das angebraten mit einem Gewürz. Ja, und tatsächlich schmeckt am besten interessanterweise der Apfel. Ja, ne? Mhm. Ja, ich habe das nicht so weich kochen lassen. Da stand 3 Minuten. Ich habe 5 Minuten gemacht. Ja. Ja, ist echt lecker. Doch. Ja. Also ich würde das jetzt nicht jeden Tag essen, aber guten Appetit.
So, kannst du die Kamera aufmachen? Ich will nicht gefilmt werden beim Essen. Doch, musst du zeigen, wie du isst. So, ich bin jetzt gerade hier dabei, dass ich plane, was ich die Woche kochen werde. Wir kriegen ja an 3 Tagen die frische Box wieder. Die habe ich schon bestellt gestern. Und hier schreibe ich halt die Zutaten auf, was ich alles so brauche. Und das wird noch ein bisschen dauern. Ich hasse das immer, aber gut, muss einfach sein. Ne Penny, was sagst du? Muss das sein? Hilfe! Hilfe! Bleib mal stehen! Muss das sein? Ja, ne? Ja, hast du auch Nam Nam gemacht? Feiner Hund. Ganz feiner Hund. Mach mal Sitz. Zeig mal, wie lieb du bist. Mach mal Sitz. Mach Sitz. Ja, fein. Kannst du alles, ne? Feines Mädchen. Ganz fein. So, hier ist Gericht Nummer 2. Das sind Vollkornnudeln mit Parmesan, Pilzen und mit Haselnüssen. Dieses Gericht war so mega, mega lecker, wirklich. Ich dachte, ich mache ein Foto davon, dann könnt ihr euch das anschauen. Auch mit Putenfleisch, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Gericht 3 war mit Paprika, Möhren und Rindfleisch und chinesischen Nudeln. War auch mega, mega lecker. Also das hat sich auch gelohnt und das Fleisch ist auch richtig hochwertig, finde ich. Jetzt ist es endlich soweit. Ich habe es schon geöffnet, aber noch nicht reingeguckt. Also wir haben als erstes hier für meinen Mann ein rotes Poloshirt. Dann, jetzt kommt's, Kind, komm mal her. Stell dich mal hier so neben die Kacke. Genau. Kind guckt mir zu. Ich habe, ist das ein, ach ja, das ist ein Hoodie. Ein super schönen Hoodie. Richtig cool. Was steht da drauf? Game on. Game on. Ja, so mit Bundeswehrmuster, das findet sie ganz schön. Richtig cool. Wow. Hoffentlich passt das. Schon Größe genommen, die es da hatten. Das sind 182 oder so. Richtig cool. Sieht gut aus, oder? Ich bin 1,60. 182. Ich bin 1,60. Ja, aber es ist schön, wenn das ein bisschen bollerig ist. Dann läuft es nicht sofort ein. Und hier ist halt eine Kapuze. So, seht ihr? Richtig cool. Ich finde es schön. Guck. Ja? Guck mal an. Ja? Ach, Papa hat sich ein ganzes Roses-Shirt bestellt. Was? T-Shirt. Ja, ganz Roses. Ach, ich habe hier noch eins. Mit Fortnite. Nein. Nein. Oh Gott. Ey, nein. Kein Fortnite. Nein. Oh, komm schon. Du hast daran so schlimm, Fortnite. Hast du mir gerne gespielt. Ja, nein. Auch ein Hoodie. Richtig geil. Auch schön breit. Richtig cool. Und mit Streifen hier, siehst du? So mit Streifen. So richtig schöne Streifen. Guck mal. Ich finde das richtig schön. Minecraft. Hier, fass mal an. Richtig geiler Stoff. Meckern nicht so rum. Sei froh, dass du überhaupt was kriegst. Normalerweise sucht sie sich ihre Sachen selber aus, aber das hat sich so ergeben, dass ich für sie mitbestellt habe. Das kann ich nicht. Ach, das ist von Billie Eilish, glaube ich. Das ist cool. Billie steht da drauf. Ja, das ist Billie Eilish. Es ist nicht so die Marke, die so, nein. Ja, das ist mal, ich meine, ja. Das ist cool. Ist auch ein Hoodie. Richtig mit Neonfarbe. Ich finde das richtig schön. Kommt gar nicht so. Ja, das ist cool. Und dann ist auch noch so ein Detail. Was ist da? Das ist so ein Detail. Detail. Ah ja. Und gefällt dir gut? Ja. Ja, siehst du. Nicht, aber Fortnite nicht. Richtig schön. Ach, ist doch egal. Nein. Minecraft ist. Wenn gut. Ich immer. Ich weiß ja bei dir immer nicht, dann ist das in, out. Ey. Aber hast du schon 3 Minuten? Jeder meiner Freunde wird Witze über mich machen. Ja, mein Gott, dann zieh's zu Hause an. Egal. Andere Klamotten kriegen wir jetzt im Moment nicht. So, ich habe mir noch so einen bestellt, so mit Streifen, die mag ich immer sehr, sehr gerne. Und rosa und grau, auch sehr schön. So, mein Mann braucht ja unbedingt Socken. Ich glaube, ich habe noch was. Socken, schwarze, normale Socken, brauche ich unbedingt. Davon haben wir 4 Paar bestellt, Socken hier und noch ein paar Socken. 5 Mal. Ach ja, das ist auch für dich. Hm? Ich weiß es nicht mehr. Ja.
Hat mir halt die Optik gut gefallen. Keine Ahnung. Okay. Die Optik. XL. So nee, nix XL. XS steht hier drauf. Ich brauche XS oder S. XS. Ja, okay. Nee, XL. Ja, guck, hab ich doch gesagt. Also egal, läuft doch ein. Ich wollte das eigentlich auch ganz schön mit Schwarz. Nicht schön? Oh Mann, ich fand den ganz schön. Ja. Was steht da? Oder ist das für Papa? Nein. Nick, lies noch, was da steht. Space Walk. Nee, das ist, glaube ich, für Papa. Oh, okay. Aber das passt ihm ja einfach gar nicht. Vielleicht weiß man nicht. Das ist Papas. Das war's. Das sah cool aus, Mann. Ja, frag ihn doch, ob das für ihn passt. Nein, war. Das hier, das ist cool. Socken habe ich noch für dich. Nein, das ist cool, das will ich haben. Das ist Papas, das ist viel zu oh, groß. Oh Mann. Socken für dich. Hast du gesehen, welche das sind? Rautenmuster. Oh, cool. So, dann habe ich noch ein Grau bestellt und mit Streifen. Und meine Größe war immer ausverkauft, deswegen habe ich jetzt nur zwei Polis bestellt. Und für Thomas noch ein Poloshirt und ein grünes hatten wir hier noch. Ein grünes hat er sich noch bestellt. Grün-weiß. Mit so einem weißen Kragen. Poloshirt und noch ein Poloshirt. Und das war's. Noch ein Poloshirt. Auch cool. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich packe das eben wieder ein und dann morgen waschen. Ja, und dann sehen wir mal. Ja, ich finde, es sind gute Sachen dabei und ich freue mich. Und das war jetzt ja auch 5 Wochen oder 6 Wochen unterwegs. Ich weiß schon nicht mehr, was ich bestellt habe. Ja, Thomas fährt jetzt gleich einkaufen. Wir haben es jetzt 7:15. Ist schon wieder einige Zeit vergangen. Ich war am Rechner, habe überlegt, was ich machen könnte für die Osteraktion und ja, ich mache so ein paar Sachen. Ich hoffe, dass das hinhaut, weil jetzt ja wieder alle Geschäfte geschlossen haben, dass ich dann auch die Sachen bekommen werde oder ja, sonst mache ich einfach nur so ein bisschen, was ich irgendwie meine oder überlege. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Ja, was irgendwie was Schnelles, Einfaches. Genau, ja. Ja, muss aber bald schon wieder Ostern dekorieren hier. In Irland ist ja nicht so viel. Die haben schon wieder Osterdeko weggeräumt, denke ich mal. Ich werde auf jeden Fall morgen, wenn ich es schaffe, vormittags irgendwie zu einem Dekoladen gehen, der noch auf hat. Vielleicht kann man da irgendwas kaufen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich überlege noch, weil es ist ja immer noch alles geschlossen. Soll ja bis nach Ostern noch geschlossen bleiben. Ja, und was soll ich auch aufnehmen hier? Das ist halt immer auch langweilig, ne? Ja. Gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Haus ist sauber. Ich werde morgen noch eine Wäsche waschen mit den neuen Sachen, die wir gekauft haben. Und ansonsten haben wir eigentlich so gar nichts weiter vor. Ach nee, Quatsch. Morgen um 12 habe ich ja die Premiere. Da, also für euch um 1, für uns hier um 12. Da würde ich ganz gerne mit dabei sein, also denke ich schon, dass ich es schaffe. Vorher wollte ich, wie gesagt, noch in den Laden gehen. Und dann treffen wir uns noch mit Bekannten. Also wir gehen nicht hier drinnen, sondern wir haben die jetzt schon seit wir hier wohnen gar nicht mehr gesehen. Seit 7 Monaten oder so. Nee, stimmt gar nicht. Weihnachten. Nach Weihnachten haben wir die ganz kurz nur gesehen. An der Haustüre. Und mehr haben wir die nicht gesehen. Und ja, wird mal Zeit. Also wir gehen im Park, also wir halten auch Abstand und so, aber wir müssen jetzt mal Leute treffen. Also das ist ja unglaublich. Wir sind hier immer nur alleine und man trifft niemanden. Vielleicht klappt das ja. Also so wird nochmal Bescheid geben, aber ich denke schon, das wollen wir nachmittags machen. Und das Wetter soll ja auch so ganz gut bleiben und trocken bleiben. Dann haben wir da gute Chancen. Ja. Ja, und ansonsten würde ich jetzt einfach den Vlog beenden und ja, euch noch einen schönen Abend wünschen oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ja, und sonst, Penny liegt auch nur da rum und schläft. Wer kommt denn da? Wer ist das? Da kommt einer die Treppe runter hier. Kommt einer die Treppe runter, wer ist das? Es ist Thomas! Hilfe! Ich nehme auf. Ja, habe ich gemerkt.
Ja, wir müssen jetzt noch einkaufen, ja. Star Trek Tasse. Ja, ich weiß. Erste Mal, dass ich sehe, dass du die benutzt. Ich glaube, das erste Mal. Ich war zu faul, runterzulaufen, um meine Tasse hochzuholen. Also habe ich dann die genommen. Ja, Penny ist auch ganz fasziniert von der Tasse. Ja, die ist wunderschön groß. Da habe ich zwei Tassen gleich reingemacht auf einmal. Oh, Kaffee. Das ist wunderbar, Kaffee. Ja, ich mache gleich noch ein Food Haul. Ja, weiß ich. Wir müssen aber gar nicht so viele Sachen einkaufen. Ja. Und ich ärgere mich jetzt, dass ich wegen Ostern nicht so früh geguckt habe. Ja. Oh, hast du das Hier- und A-Paket aufgemacht? Ja. Sind da Socken für mich drin? Ja, fünf Stück. Fünf Paar. Nicht fünf Paar, sondern fünf Pakete. Ja. Socken. Und auch T-Shirts. Auch, ja. Und Poloshirts und Socken. Ja. Kind hat, haben die Hoodies auch gut gefallen, die ich bestellt habe. Cool. Guns N' Roses, ja. Habe ich schon gezeigt. Ja, ich habe sie noch nicht gesehen. Da mal gucken. Mm. Ne? Ja, das wasche ich morgen alles, wenn die anderen Sachen trocken sind. Das ist als T-Shirt. Welches T-Shirt habe ich denn noch? Das weiß ich doch nicht mehr. Du hast es doch selbst ausgesucht. Oh, ganz schön grau. Ja, wolltest du doch haben. Sieht doch gut aus. Ja. So einfarbige nur. Ein rotes. Ja. Noch ein grünes hast du noch bestellt. Echt? Ja, das ist so ein grünes mit weißem Kragen. Nee, das ist einfach nur ein T-Shirt, ja. Genau. Ja. Ich dachte, ein grünes Poloshirt. Nein, und ein schwarzes. Ja, mehr nicht. Das ist doch schon viel. Das ist doch schon mega viel. Ist das deins oder habe ich das für Kind bestellt? Ich konnte das nicht mehr zuatmen. Spacewalk könnte meins sein, ja. Aber von der Größe her ist das meins, ja. XL. Ja, bei ihr ist immer S oder so. Ja. Nimmt sie immer. Oh, Penny, ist das spannend. Penny freut sich schon. So viel da drin und mehr kriege ich nicht. Oh Mann. Ihr Kind hat drei Hoodies. Ich habe zwei Pullover und das war's. Ja. Mehr habe ich nicht und das Kind auch nicht. Du hast das meiste mit deinen ganzen Socken. Ja, nur durch die Socken. Ja. Ja gut, und es sind auch drei Poloshirts, aber das ist Arbeit. Benutzbar. Zwei, nee, wir brauchen drei privat. Okay, ich habe eine Menge. Das ist mehr wie sonst, ja. Oder? Ja. Ja gut, dann beende ich jetzt den Vlog und lade schon mal hoch. Tschüss, habt einen schönen Tag. Ja, wir müssen noch Intro fertig machen. Ich wollte ja eigentlich einen neuen Intro haben. Da arbeiten wir fleißig dran. Und dann für Ostern arbeiten wir fleißig dran. Ne, Pennylein? Willst du Ostereier färben? Hm? Willst du Ostereier machen? Bist du der Osterhase? Bist du der Osterhase? Nee, sag Erdmännchen. Tschüss. Erdmännchen bist du, ne? So, dann kannst du mich ja mal eben kurz... Dann geht es ein bisschen einfacher. So, meine Lieben. Ist auch genug Licht. Ja gut, dann würde ich einfach sagen, ich beende den Daily Vlog. Und mehr ist ja einfach auch nicht zu berichten. Und ich hoffe, ihr hattet aber trotzdem Spaß, auch wenn er nicht so lang ist. Und ich mich dann immer wundere, wo dann das ganze Material herkommt. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr einen fetten Daumen nach oben da lasst, vielleicht meinen Kanal abonniert oder einen netten Kommentar schreibt. Darüber würden wir uns sehr freuen und wenn ihr mögt, sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Ciao ihr Lieben, bye. Ciao. Ich zeige ein Stillleben. Oh, jetzt ist das Stillleben weg. Every time that you walk through the door, I'm hit by the same